Also, wir haben immer noch auf Customs die Fracht, die ich holen muss von der Erpresser. Dann eben Operation Aquarius. Da habe ich aber den Schlüssel jetzt nicht geholt, weil der Trade unglaublich schlecht ist. Und ansonsten sind es Standard-Quests, eliminiere Usex. Genau, dann auf Customs den eben machen, den Boten. PMCs mit Pistolen, haben wir keine Pistole dabei. Gas Analyzer und eben die Gegenstände, die ich brauche. Auf Customs, wir sind wieder mit der SKS drin. Hier seht ihr nochmal die Ausrüstung. Und damit hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht auf Customs und bis gleich im Raid. So, los geht's. Intelligence Folder findet man auch in den Aktenschränken. Ja. So, wir haben Big Red hier jetzt. Lohnt sich das jetzt? Ne, ich habe den Schlüssel nicht mitgenommen. Das heißt, es lohnt sich schon mal gar nicht, dorthin zu gehen. Ich werde über Drogenlabor laufen und dann versuchen, den Gegenstand aus diesem Container rauszuholen. Ich habe nicht die beste Waffe für Drogenlaborkämpfe, weil die SKS natürlich nur Einzelschuss ist oder hat. Aber ich hoffe, es wird trotzdem funktionieren. Wow. Oh shit. Nee, 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 Leute. Macht mal langsam. Oh! Zum Geier! Ah! Was zum Teufel? Argoons! Oh nee! Ach du Scheiße! Neid! Und Birdeye habe ich gekillt. Ja. Das war's mit dem Raid. Ah ja. Wir sehen uns gleich im nächsten Raid. So, warum sollte ich nicht die beste Rüstung nehmen, die ich habe? Und es geht nochmal auf Customs. Alles klar. Ein neuer Versuch. Ich sag, oh, okay. Ich habe ganz heftige Frame Drops. Ich weiß nicht, woher die gerade kommen. Tut mir leid, dass ihr das sehen müsst. Ich gehe da jetzt einfach von weg und hoffe dann, dass dann auch meine Frames besser werden. Red Devil, grüß dich. Hi. Der Stream hat auch heftig geleckt eben. Ey, es tut mir leid. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Vielleicht hätte ich einen Neustart machen sollen, ja. Aber jetzt geht's. Wie heißt denn der Boss nochmal, der hier spawnen kann auf der Map? Helft mir schnell auf die Sprünge. Oh,
warte, habe ich den Schlüssel noch? Ja. Meine Stimme laggt auch. Aber jetzt sollte eigentlich alles okay sein wieder, oder? Irgendwas schießt auf mich. Reshala, genau so heißt er. Ah, ihr seid jetzt hinten dran. Nee. Ah, ich weiß, wer das war. Oder? Hä? Dreimal. Dankeschön. Danke für die Info. Dorms Bastion. Neue Tanke. Neue Tanke? Ach so, ja, genau. Ja. Stimmt. PSTM? BP? Ehrlich? Nee, wait. Das sind 8. Nee, das ist doch was anderes. 9 mal 39. 8 Schuss? Ich bin verwirrt. Oh, Iskra. Geil! Tagebuch? Brauche ich das? Weiß ich nicht. Irgendwas ist hier los. Für die ASVAL. Ah. Noch ein Iskra? Nee. Könnte es sein, dass Reshala und die Goons gespawnt sind? Dass ich deswegen so heftige Lags habe? Weil ich meine, was ist da hinten los? Da kämpfen doch gerade die Goons gegen PMCs, oder nicht? Könnte sein, ne? Theoretisch möglich. Ich weiß noch nicht mal, wo genau überall der Loot hier rumliegt. Aber ich werde auf jeden Fall mal einen Restart machen. Einfach um sicher zu gehen. Eigentlich sollte mein RAM automatisch geleert werden. Und eigentlich sollte mein Computer das auch locker alles hinkriegen hier, aber bei Tarkov geht er manchmal doch noch in die Knie. Ab und zu mal. Also, es hieß, ich soll diese Schränke durchsuchen. Dass hier benötigter Loot drin sein kann. Hattest du auch schon mal, dass Reshala und die Goons spawnen? Es wäre aber hart, wenn auf 2 Raids hintereinander einfach die Goons spawnen, ey. Aber es sieht fast so aus. Und ich meine, was ballert denn da in Dorms dann rum, wenn nicht Reshala? Ah, alles eher Schmutz. Schmutzloot. So, die Frage ist eigentlich nur, wer hat da drüben gewonnen? Wahrscheinlich eher Goons. Da wird immer noch gekämpft. Ich bin total verwirrt.
Ich war in Dorms, hab Rishala gekillt und 2 Minuten später kommen Knight und seine Begleitung. Oh, ist das mies, ey. Man freut sich über den Loot. Oh Mann, ey. Hart. Heftige Nummer. Ich guck mir jetzt an, was da vorne los ist. Auch wenn ich dabei draufgehen sollte. Ah, doch der vielleicht auf mich geschossen. Ah, er lebt noch. Oder? Er hat sich, glaube ich, nur hingelegt, ne? Jetzt hat. Oh. Habe ich da gerade Movement gesehen? Nee, kann eigentlich nicht. Du hast alle gekillt? Holy shit. Ich hab doch Movement gesehen. Fuck off. Ah. Nein. Wer war's? Wer war's? Was war denn da jetzt wieder los, ey? So schnell. Hä? Savotskoy. Ist das... Das ist Rishala. Das ist ein Rishala-Guard, oder? Nee, oder? War ich einfach unlucky mit einem Scav? Der heißt doch nicht so. Die heißt noch nicht so vom Rishala. Hänge ich jetzt noch einen kleinen Scav ran hinten dran? Ja, mache ich. Alle seine Guards heißen Savotskoy. Ja, dann doch. Guck mal an. Also, ich habe eine Liste. Ich habe immer noch meinen Zettel geschrieben, auf dem drauf steht, ich brauche einen Gas Analyzer, Iskra, Autobatterie und Maßband. Let's go. Interchange. Oh mein Gott. Wie flüssig das läuft. Ich muss echt öfter Tag auf neu starten. Holy shit. Wow, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das... Also damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich. What the fuck? Warum habe ich schon Loot? Okay. Na gut. Keine Ahnung, was da eben auf Customs auch los war mit den Leuten und so. Was für einen wahnsinnigen Lag ich da hatte. Das war ja der absolute Hammer, ey. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo finde ich hier Büros? Ich will eben Gas Analyzer, Iskra, Autobatterie und Maßband. So hauptsächlich. Und dafür sollte ich ja an so Schränke hin. Okay. Ich glaube, hier müssten welche sein, oder? Nee. Mit Zeit habe ich ihn. Ja, man kommt immer am Anfang raus, wenn man PvE spielt, ne? Nee, hier ist nix. Kondensator, eine CPU brauche ich alles nicht. Wo muss ich hin, damit ich die Sachen finde, die ich suche? So kurz wie möglich. Ja, das, also die YouTube-Videos schneide ich jetzt eher weniger so kurz wie möglich. Da geht es mir schon drum, dass ich nicht den Algorithmus befriedige, sondern
die Leute, die zuschauen. Und es gibt halt dann doch auch immer wieder, gerade bei Elden Ring und Dark Souls und so, habe ich immer wieder nachgefragt, wie hättet ihr es gern? Wollt ihr das ganze Video drin haben? Und alle haben gesagt, ja, lasst das ganze Video drin. Ohne Schneiden. Die nicht wollen, die überspringen dann Teile des Videos. So, ist scheiße für den Algorithmus. Aber mir war es da tatsächlich einfach wichtiger, das so zu machen, wie es die Zuschauer haben wollten. Weil ich das ja dann auch gerne so mache. Joker, grüß dich. Hi, guten Morgen. Und bei Elden Ring ist es halt krass. Also das sind ja Videos, oder auch Dark Souls, das sind ja Videos, die gehen eine Stunde und länger, manchmal 2 Stunden. Das sind Videos, die hasst der Algorithmus, muss man wirklich so sagen. So, warum wird jetzt hier eigentlich geschossen? Das kann ja nur bedeuten, dass Killer da ist. Weil normalerweise schießen die PMCs ja nicht auf die Scavs. Das habe ich selten erlebt. Du machst nur Tarkov, ja, gut, genau. Dann ist es ja eh was anderes, so ein bisschen. Bei mir gibt's ja alles Mögliche. Ich kann nicht sagen, sind das Scavs oder sind das, die sehen aus wie Scavs. Die sehen hier alle aus wie Scavs. Aber seit wann looten denn Scavs hier rum? Was ist hier los? Ja, ich bin hier eigentlich auch falsch. Ich will gar nicht hier hin. Ich will in den Baumarkt. In Obi! Obi übrigens nicht mein favorisierter Baumarkt, in den ich gehen würde für meinen alltäglichen Baumarktbedarf. Oder so ähnlich. Einen alltäglichen Bedarf an Baumarktartikeln. So, jetzt haben wir's. Geh mal, sag mal hallo. Was? Warum ist das ausgegraut bei mir? Die looten schon lange, echt? Ah, guck mal an. Geh mal hin. Ach so. Ah, lol, könnt ihr auf YouTube, kannst du den Chat bearbeiten im Nachhinein? Kannst du eine eigene Nachricht löschen? Da. Obi. Ihr seid wirklich später dran jetzt gerade im Chat, ne? Was? Hab meinen Text gelöscht. Ja, witzig. Ich wusste gar nicht, dass das auf YouTube geht. Bei mir wird da immer noch angezeigt. Ich sehe ihn. Aber dann weiß ich, habe ich das jetzt auch mal erkannt. Oder weiß, was es bedeutet, wenn ein Text mir so angezeigt wird. So, also, jetzt. Oh, reck mich halt! Meine Fresse! Hallo? War doch hier drüben. Könnte auch unter mir sein, ne?
Wahrscheinlich da unten. Aber kann Killer im Parkhaus sein? Seit wann schießen denn die PMCs auf Scavs? Das ist doch neu. Kann auch unten sein. Ah. Gut. Okay. Damit würde ich sagen, sind wir ein relativ krasser Scav geworden. Relativ. Nicht der krasseste Scav, aber... Ja. Blärt irgendwas. Oh, TT. Cookie, alles klar. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen guten Start in die Arbeitswoche. So, Maßband, Mann. Maßband, das ist das Wichtigste, was ich gerade brauche. Dieses Maßband. Dieses verdammte Maßband. Nein. Nirgends Maßband. Also. Der gute Killer kann auch im Parkhaus spawnen. Ich bin gerade etwas erstaunt, dass dieser PMC auf Scavs geballert hat, weil eigentlich passiert das eher selten. Ihr merkt ja, wie ruhig es ist die ganze Zeit. Aber der hat sich wohl irgendwie mit welchen angelegt und dann waren sie aggro. Regalen an den Kassen. Aha. Hier sind nur PCs jetzt. Hier in den kleinen auch, oder wie? Ah, guck mal. Perfekt. Dankeschön für den Hinweis. Das war nice. So, ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass ich hier auch so Maßband oder sowas in den Regalen mal entdecken könnte. Aber ich finde einfach kein verdammtes Maßband. Eine Wurst. Okay. Anzünder.
Gut, haben wir hier auch noch einen gefunden. Nice, den hätte ich vorhin auch schon finden können. Die Wurst brauchen wir mal für Jäger. Okay. Wird aufgehoben, solange ich es mir merken kann. Da oben liegt irgendein Schlauch drauf. Brauche ich alles jetzt erstmal nicht. Ich bin wirklich ganz hart auf der Suche nach. Dem Maßband. Der wichtigste Gegenstand für mich gerade aktuell. Maßband, Maßband, Maßband. Warum wechselst du auf die Schrotflinte? Nope. Ich bin enttäuscht. Kann in den Schränken ein Maßband drin sein? Ich weiß es nicht. Grüne Batterie. Ich glaube, die grüne Batterie ist besser als das Keck. Muttern. Ja, braucht man auch irgendwann. Das Ja ist immer so schwierig, ne? Ich sehe jetzt, dass du Ja schreibst, aber weiß nicht mehr. Ich habe, glaube ich, drei Fragen gestellt. Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen langsamer meine Fragen stellen. Hier sind viele Schritte. Aber ja, alles gut. Leider kein Maßband. Das ist jetzt auch was, ich glaube, diese drei Raids, die schneide ich sehr kurz zusammen. Also klar, die ersten beiden sind eh nicht lang. Die einmal von den Goons und einmal von einem Guard getötet. Und dann halt noch den Scavron hinten dran. Mitnehmen, die grüne ist viel wert und wichtig. Ah. Ja, sehe ich auch so. Was? Ja. Ja, Leute. Hilfe! Oh Mann, ey. Ich glaube, ich werde gleich den Stream mal neu starten. Dass das Delay weg ist. Ah, ich sollte noch schnell da vorne in diese Kiste gucken. Okay.
Ja. Hier ist kein Iskra drin, aber Sniper-Munition. Und was ist das? 762. Ja, das kann man auch machen, tatsächlich. Und die auf jeden Fall auch. Ah. So. Und wohin jetzt mit der anderen? Ich glaube, dieses Kabel kann ich wegschmeißen. Dann nehmen wir das mit. Passt schon. Alles gut. Wird schon in Ordnung sein. Kabel findet man immer wieder mal. Nur Munition nicht. Vorhin in dem Raid habe ich natürlich viel gute Munition verloren. Sehr viel gute Munition. Das ist saudumm gelaufen. Vor allem habe ich nicht mal richtig Ballern angefangen. Und war schon getötet worden. Wenn wir Bossen begegnen, könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen. Wird das immer so aussehen? Vielleicht werde ich irgendwann besser. Und krieg's irgendwann hin. Alle, die nicht live dabei sind. 3 Raids in einer Folge. Alles eher so meh. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.